Nachgedacht. Also ich bin für politische Immunität, ja, weil die wirkt. Ja. Du siehst, die können im Flugzeug, in der Bahn, überall können sie ohne Masken fahren, nichts passiert. Warum haben wir die nicht? Dann bräuchten wir auch keine Corona-Impfung mehr. Politische Immunität, das ist die einzige Impfung, die wirkt. Ja. Die wirkt, die wirkt, die wirkt. Das hier. Ja, genau, dafür sollten wir uns einsetzen. Ja, wir wollen alle politische Immunität. Die einzige Sache, die wirklich wirkt. Auch du, mein Freund Brutus. Ja, nachdem ich mich hier so habe anscheißen lassen, ein Spruch zu euch. Ja, ja. Ich bin für politische Immunität, weil die scheint zu wirken. Du kannst im Flugzeug sein ohne Masken, du kannst im Zug sein ohne Masken. Politische Immunität, das ist das Zauberwort. Ja. Wenn wir die auch haben, kann uns kein Coronavirus was antun. Dann können wir auf alles verzichten. Dann haben wir wieder das Leben wieder vor. Ah. Ja, überleg mal, wie einfach das ist. Lass mir das ausenden. Wie einfach das ist. Ja, genau. Ja. Mein Fehler, wir haben zu lange dafür gebraucht. Dafür haben wir ja die Politiker, die haben uns das voraus. 2,5 Jahre haben sie den Tag voraus. Ja, auch der da hinten. 2,5 Jahre haben wir verloren. Also auch du, mein Freund Brutus, 2,5 Jahre haben wir verloren, weil wir keine politische Immunität haben. Ja. Aber wir kriegen ja mit der Polizei. Ja. Hättest du politische Immunität. Wollen wir nicht haben. Hättest du politische Immunität, dann hättest du keinen Ärger. So sieht's aus. So, jetzt habe ich wieder gefrutzelt. Das war jetzt 30 Sekunden. Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Wann stehen wir endlich auf gegen dieses Unrecht und gegen diese Verbrechen, die mutmaßlich durch unsere Politiker seit 2,5 Jahren verhängt werden? Politiker müssen dafür achten und dafür gerade stehen. Was sie uns antun, dann würden sie sich das vielleicht auch noch mal besser überlegen. Wir haben eben gesagt, ich bin zu sehr weit links, also gehe ich jetzt nach rechts. Super. Thank you.
Ja, lasst euch impfen. Die Impfung ist sicher, hat man uns gesagt. Damit hat man uns gleich doppelt belogen. Denn erstens handelt es sich ja nicht um eine Impfung, sondern um eine experimentelle Gentherapie. Und zweitens ist sie leider auch nicht sicher, denn mittlerweile haben über 2,5 Millionen Menschen in Deutschland diese Entscheidung mit ihrer Gesundheit oder mit ihrem Leben bezahlt. In einer halben Stunde kannst du vorbeigehen. Da halt die bestimmt noch auf. Meinst du? Und deswegen fordern wir eine sofortige Aufklärung dieser mutmaßlichen Verbrechen. Denn sobald Menschen zu Schaden kommen, muss hier untersucht werden, bis hin zu Gerichtsverhandlungen und Prozessen gegen die handelnden Personen. Denn Politiker müssen endlich für ihre Taten haften. Die Lauterbach uns hingenagelt hat. Komm, alle rüber! Alle rüber! Du willst uns doch nicht auf die rechte Seite drängen. Ja, aber das ist doch ungesetzlich. Was für ein Kasperlicher, Alter.
Jetzt möglich! Eine schöne Fahne hast du da. Russische Spione eigentlich. Ja, die treiben ja teilweise die Wiener Leute noch so vor sich her. Ja. Macht ihr so eine kleine Taschenuhr? Jetzt muss ich von der rechten Seite zur linken gehen und dann ist wieder vorbei. Da kommt wieder einer und sagt dann rechts, rechts, rechts. Ich weiß gar nicht mehr, nach was ich mich dann jetzt richten soll. Alles ist verkehrt, ich sag's dir. Welt steht auf dem Kopf. Und dann nimmt er seinen Hut. Ja, das Ganze in seinen Hut rein.